So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge von den Prank Bros. Denn das ist der Hannes. Moin. Das ist der Ramses. Wir wollen heute mal was ausprobieren. Deswegen ganz andere Location. Richtig professionell. Ich habe schon mal den Scorpion Burger probiert beim Istanbul Grill. Die haben jetzt eine neue Karte. Die haben jetzt ein neues Team. Was das heißt, weiß ich nicht. Hallo Adi Schatz. Wir haben eine neue Location, guckt euch das an. Da ist der Adi Schatz, der ist auch wieder da. Da ist jetzt hier eine Softbox, eine zweite Softbox. Das ist immer noch ein Hannes. Das schimmert blöd, wer weiß, wie man das bekämpft. Der schreibt es in die Kommentare. Und ansonsten wollen wir mal ein bisschen näher kommen und euch mal kurz die neue Karte zeigen. Istanbul Grill hat ja damals gesagt, der Chefe, die haben da einen Skorpion-Burger, der steht auf der Karte. Der hätte 1 Million Scoville. Dann hat er auch noch einen Krebsburger und einen Tigerburger. Der Krebs sollte die Vorstufe sein vom Skorpion und der Tiger sollte die Nachstufe sein mit fast 2 Millionen Scoville oder so. Das fand ich interessant, weil der Skorpion hat 1, der Tiger 2, der Krebs hätte weniger, weil ein Krebs ist ja nicht so gefährlich wie ein Skorpion. Ein Tiger ist brutaler, der reißt dich komplett in alle Stücke. Und ich kam noch nicht dazu, alle zu testen. Jetzt ist eine neue Karte da. Hannes kennt die nicht. Ich habe mir den Skorpion-Burger mittlerweile nochmal bestellt. Ich fand ihn wirklich gut, wirklich lecker, richtig genial. Deswegen habe ich gedacht, der Hannes muss den testen. Wir testen den jetzt mal hier in der neuen Location, in der neuen Ramses Kitchen. Das heißt, bis das Video online kommt, vergehen 100.000 Jahre. Außerdem ist die Karte jetzt auch so eingerichtet, dass ihr jeden Burger normal bestellen könnt, als XXL bestellen könnt, wo dann halt mehr Fleisch drauf ist, das Fleisch auch größer und dicker ist, und alle Burger einzeln oder als Menü. Leider steht halt immer noch kein Krebs und Tiger drauf. Aber egal, wir haben jetzt ein Menü genommen. Dazu gab es hier eine Dose Uludagasos. Kennst du das, Hannes? Ja. Gender, gut. Brauchst du nicht, kann ich selber trinken. Dann haben wir dazu noch natürlich Pommes. Die sind ein bisschen ölig, die sind ein bisschen matschig, die sind ganz leicht gesalzen, aber ich habe schon... Ich habe schon schlechtere Pommes gehabt, muss ich dazu sagen. Adi, dem scheint es auch gut zu schmecken. Und ja, bei dem letzten Mal, wo ich was bestellt habe, haben die sogar in dem Papp hier ein Loch reingemacht, dass die heiße Luft rauskommt und ihr das dann einfach so essen könnt. Und die sind auch jetzt, die werden jetzt ein bisschen fester, sind nicht mehr ganz so matschig. Es ist also gut, dass wir die aufgemacht haben und die gleich so rumfliegen. Willst du noch eine? Ja. Notgezwungenermaßen muss er jetzt noch eine essen, perfekt. Geht schon. So, jetzt hauen wir die rein. Und wollen euch natürlich mal den Unterschied zeigen zwischen den zwei Burgern. Ich stelle euch jetzt dafür nochmal kurz hier rüber. Zeige euch mal kurz meinen Burger, wenn ich die Packung aufmache. Das müsste der normale Scorpion Burger sein. In der Einzelhandel, also die Einzelversion. In normal. Wir sehen hier schon scharfe Soße, wenn das scharfe Soße sein soll. Sieht er gut aus? Sieht er verdächtig aus? Wenn wir Hannes sein angucken wollen, den machen wir auf. Das soll der XXL sein. Ich merke sofort, wenn ich den Karton anhebe, der wiegt einfach eine Tonne. Wenn ich den aufmache, ich habe viel mehr Brötchen. Das Brötchen hat einen viel größeren Durchmesser und ich habe auch viel mehr Fleisch. Adi, nein! Adi, Schatz, auf dem Balkon war das nicht so. Ich habe viel mehr Fleisch, das Fleisch ist breiter, das Fleisch ist höher, das Fleisch ist dicker. Und wie das richtig dann aussieht, das zeigen wir euch nochmal, wenn man es jetzt auf den Tisch so stellt, damit ihr alle Facetten gesehen habt, die es gibt. Denn die Perspektive fand ich besonders gut. Ich werde meinen nämlich jetzt einfach mal auspacken und werde ihn auf den Teller drauflegen. Damit ihr das noch mal seht, dann an Hannes, du kannst deinen auch mal auf deinen Teller legen. Dass wir genau den Größenunterschied dann nebeneinander haben. Das ist also der normale. Da sieht man auch die Gurken drauf. Da sieht man eben hier schön auch die Soße, die da drauf ist. Richtig feurig, richtig rot, richtig scharf. Zweimal Fleisch. Und dann kommt Hannes seiner rein. Und Hannes seiner hat einfach mehr Brötchen, mehr Durchmesser, mehr Fleisch nach oben hin, mehr Fleisch
im Durchmesser, also der sieht auch richtig brutal aus. Sonst müssten da Jalapenos drauf sein, viel Zwiebeln und Zeugs, alles, was man halt so braucht. Jetzt stellen wir die Kamera wieder hoch, euch wieder ein Stück weg, denn wir wollen den jetzt mal essen, jetzt mal probieren. Mhm. Hannes sein erstes Mal, dass er den Skorpion-Burger probiert mit angeblich 1 Million Scoville. Ich mache vorher aber mal die Ulodagasos auf und probiere mal einen Schluck davon. Prost. Ich habe nämlich jetzt so ein Kratzen im Hals und das nervt. Jetzt würde ich sagen, dann Prost, Hannes. Prost. Lass es dir schmecken. Bon Appetit. Beiß mal rein in den guten Burger. Genau, für das Thumbnail ist es immer gut, wenn man hier irgendwas zeigt. Und dann würde ich sagen, Bon Appetit. An Gurden, wie du immer sagst. An Gurden, ja, an Gurden. Aber so ein großes Maul habe ich gar nicht. So, da soll ja angeblich Skorpionsoße drauf sein, da ist aber auch Burgersoße drauf. Ich merke auf jeden Fall, dass da Schärfe ist. Es bitzelt auch alles ein bisschen. Je mehr man isst, desto mehr breitet sich das auch aus. Aber ich finde, den kannst du so gut essen, dafür, dass er 1 Million Scoville haben soll. Das ist sehr angenehm. Ist es angenehm, ist es gut essbar, ist es aber trotzdem irgendwie lecker. Ich habe schon so viele Chili-Burger probiert oder Chili-Cheese-Burger probiert und die waren alle eben nicht so. Aber das Ding, das ist das, das würde ich, wie gesagt, als Chili-Cheese-Burger verkaufen. So müsste der sein von der Schärfe her. Wäre der für alle andere halt schon wieder so ein extremer Übel-Burger ist mit mehr dran. Wie findest du den jetzt? Wuchtig? Ja, wuchtig, aber sehr, sehr lecker. Sehr, sehr hast halt viel Fleisch, ne? Das ist es ja. Jetzt komme ich mir wirklich vor wie die Prank Bros von dem Gerät und dem ganzen Zeug. Aber sehr, wirklich sehr, sehr, sehr lecker. Danke von dir. Von der 1 Million Scoville merkt man da nichts. Wem es nicht scharf genug ist, der kann sich immer noch nachwürzen. Die Chinaya hat auch gesagt, sie will demnächst mal nach Meiningen kommen und im Istanbul Grill extra den Skorpion-Burger testen und dann eben auch nochmal einen Tag kommen für den Krebsburger, einen Tag kommen für den Tigerburger. Ob das alles Sinn hat, ob es die anderen überhaupt gibt noch, weil neue Karte, neues Team, wer weiß, was die machen. Man kann auch in WhatsApp bestellen, da kann man ja mal nachfragen, wie viel Scoville der eigentlich haben soll und ob es die anderen auch noch gibt. Ich finde ihn trotzdem richtig schmackhaft, den habe ich jetzt das dritte Mal gegessen. Wenn es noch einen schärferen gibt, dann gerne auch den, weil das ist für mich und auch für Hannes keine Herausforderung, wie ich gerade höre, aus der Redaktion. So, was ist euer Lieblingsburger, was ist euer Lieblingsburger-Restaurant? Ich muss sagen, Istanbul Grill macht auf jeden Fall damit einen richtig guten Burger. Mhm. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. So, und jetzt nochmal schön für den Abschluss für euch. Richtig rein, das Teil.